liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Das Volk ist nicht für die Parteien und die Parlamente da. Wir haben für das Volk da zu sein. Jede Regierung, die jetzt aus einem faulen Kompromiss ohne Mitwirkung der Wähler hervorgeht, wäre eine Übergangsregierung. Die Ampelparteien haben sich darauf geeinigt, wie sie das Milliardenloch im Haushalt 2024 schließen wollen. Der CO2-Preis soll schneller steigen. Dadurch dürfte für viele Heizen und Tanken teurer werden. Auch die Zuschüsse bei Netzentgelten sollen entfallen, was zu höheren Strompreisen führen könnte. Klimaschädliche Subventionen sollen gestrichen werden, wie Vergünstigung für Agrardiesel. Und die Förderung von E-Autos soll schneller abgeschafft werden. Und wir werden bei einigen Programmteilen kürzen, beispielsweise bei der Solarindustrie. Das tut mir weh. Nicht gestrichen werden sollen im Haushalt etwa die Hilfen beim Austausch von Heizungen. Ebenso bleiben die Zuschüsse für den Aufbau von Chipfabriken und auch die Ukraine-Hilfen. Außerdem macht Christian Lindner klar: Es wird keine Reduzierung von sozialen Standards geben. Eine Einigung in der Ampel steht nun. Matthias Theis in Berlin. Wie schmerzhaft ist die Einigung für die Bürgerinnen und Bürger? In Gänze lässt sich diese Frage heute Abend noch nicht beantworten, denn eine konkrete und vollständige Liste der Streichungen und Erhöhungen liegt uns immer noch nicht vor. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen. Die Bundesregierung hat eine stabile Mehrheit und beschließt ihre Gesetze. Heute aber dürfte für die Ampelspitzen vor allem eins zählen. Sie hat vorerst die Kurve gekriegt. Schneller! 110, 120, 130 in die Kurve. Und haben das alles geschafft, ohne dass es tatsächlich zu den Dingen gekommen ist, die man beklagen müsste. Also es gibt keine Sozialkürzung, es gibt keine Steuererhöhung auf die Einkommenssteuer zum Beispiel. Von Steuersenkungen profitieren bei uns immer nur die Besserverdiener. Und denen muss man die Steuern überhaupt nicht senken, weil die organisieren sich die Steuersenkungen ja selber, ganz woanders. Da gibt es ganze Länder, die haben sich darauf spezialisiert. Bei der Bundespressekonferenz auf jede konkrete Frage wurde gesagt, das haben wir noch nicht gerechnet, das müssen die Ministerien noch erst prüfen. Also es wirkt doch so, sie haben sich geeinigt, sie kommen raus, wir haben uns geeinigt und niemand versteht so richtig, worauf sie sich geeinigt haben. Das Vertrauen der Menschen aber in den Kanzler, in sie, ist im Keller. Nur noch 27% finden, sie sind ihrem Amt gewachsen. Ich? Sie? Nein. Doch. Oh. Wir haben sehr, sehr große Herausforderungen und wenn Sie sich in der Welt umgucken, dann sehen Sie, dass das ähnliche Auswirkungen hat wie bei uns. Corona haben wir noch bewältigen müssen, wir haben den russischen Angriff auf die Ukraine, plötzlich sind die Gaspreise explodiert, jetzt haben wir noch den Angriff der Hamas auf Israel. Wir haben dafür Sorge tragen müssen, dass wir durch all diese schwierigen Herausforderungen uns hindurchbewegen, dafür sorgen, dass die Volkswirtschaft nicht zusammenbricht. Wir haben hier auch schon, diskutiert, ob wir den letzten Winter kalt verbringen müssen, ob wir eine 10-jährige Wirtschaftskrise haben. Das haben wir alles bewältigt und deshalb setze ich darauf, dass am Ende die Taten und die Leistung zählt. Wir haben so viele Dinge zustande gebracht, dass das die Basis dafür sein kann, dass man in den nächsten 2 Jahren erreicht, dass dann auch angesichts der Ergebnisse die Zustimmung für die ganze Regierung, die sie tragenden Parteien, auch für meine und auch für den Kanzler, gut genug ist, um sich erfolgreich an die Wiederwahl zu machen. Ich wünsche euch gut.